Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition unter Linux native Version. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar böse Jungs abgemurkst, die so ein bisschen die Leute hier so ein bisschen mehr oder weniger erschossen und versklavt haben wegen irgendwelchen Ausgrabungssachen, weil die nicht arbeiten wollten. Und haben einen kleinen Jungen, der dort arbeiten musste, zurück zu seinem Vater gebracht und haben jetzt dessen Waffe bekommen. Ja. Und dann haben wir noch irgend so ein random Grabding da geplündert oder irgend so ein komisches Messer gefunden. Mit dem ich jetzt so gerade noch nicht viel weiß anzufangen. So, jetzt bin ich zu diesem Adlerding da oben. Bist du an einem Handel interessiert? Hab ich mir was zu überlegen? Nein. Guten Tag, der Herr. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja. Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Okay. Gut, was geht? Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Okay. Interessanter Ort. Zerstöre 1 von 5 Totems. Ja, richtig, die Matsche laufen wieder hier. So muss das. So. Jonah, brauchst du ja nicht noch ein bisschen, bis er hier ist? Muss erstmal seine Alte noch klar machen. Ich bin angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Ach so, die Schatulle suchen wir, ja stimmt. Das ist ja nur ein Teil des Puzzles, den sie uns geklaut haben. So, brauchen wir noch ein bisschen Code? Ich weiß nicht, was das ist. Und dann können wir unsere Waffe ein bisschen noch weiter upgraden. So, da wir ja genug Zahnräder gefunden haben jetzt. Können wir ja hier. Präzision maximal. Mal einmal so ein paar Mal Schrauben und dann machen kann, ne? Weniger Schaden, bessere Präzision aber. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass man so viele verschiedene Waffen hat und dass das alles davon abhängt, wie gut man die ausrüstet anscheinend. So, dann kommen wir hier. Können wir noch ein paar Schrauben oder mitnehmen. Noch ein bisschen ein paar Pflanzen. Wo hängen wir denn fest, Madame? Hallo? Na, ich will einfach nur das Ding da mitnehmen. So. Sind wir auf dem richtigen Weg zum. Ja, da sind wir und ein paar Totems kann man hier noch zerschrotten, habe ich gehört. Wahrscheinlich die Dinger, die irgendwo an den Bäumen rumhängen oder so. Ah! Was haben wir denn da Schönes? Aha, Yay, ein neuer Fähigkeitspunkt? Nein. Nicht ganz. So. Totems. Würde ich irgendwo hier vermuten. Zweifelsfall aber auch da oben. Hm.
Ach so, hier waren wir doch schon, oder? Oder? War ich hier schon? Oder eigentlich können wir gar nicht gewesen sein. Hui! Und pam, voll von dem Baum. Oh, schade. So, wir den Baum drüber balancieren. Irgendwie nicht so ganz, was ich wollte. Eigentlich wollte ich, dass du springst und nicht runterspringst. Und dann. Warum sind hier so riesige Pfeile? Ich würde das prinzipiell ja erstmal Sorgen machen. Aber Madame Croft anscheinend nicht. Ich so, ach ja, haben wir ein paar überdimensionierte Pfeile irgendwo. Alles voll. Warum nicht? Ich kann nicht mehr tragen. Ah. Herausforderungsgrab gefunden. Okay. Ja, warum nicht? Dann schauen wir uns nochmal hier um. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich nehme nicht an, dass das hier die Totems sind, um wie es geht. Was ist dieser gelbe Schwefelmalerei oder was das ist? Rough. Fehlende Ausrüstung. Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Wahrscheinlich, um das da rauszureden, als diese komische Seilwinde, mit der sie plötzlich mehr Kraft aufbauen kann, wenn sie einfach so an dem Ding robbt. Aber naja, da ich nichts zu. Dass man da irgendwie gegendrücken können muss, ist eine andere Sache. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Überlebendenversteck. Da unten ist Wasser, oder? Ich hoffe es einfach mal. Geronimo! Ja. Yep. Können wir hier noch irgendwie tauchen? Also tauchen schon, aber gibt es hier noch irgendwas, was sich lohnt mitzunehmen? Oh ja. Oh ja, das Öl funktioniert bestimmt auch noch, wenn das so weit unten ist. Es brennt bestimmt noch richtig gut, wenn es erstmal in Wasserberührung gekommen ist. Und ist auch gar nicht irgendwie ausgelaufen oder so und hat sich im Wasser verteilt oder so. Nein, nein. Sowas macht Öl nicht. Ganz schön windig hier. Würde mir das zu denken geben? Wo dieser random Luftzug plötzlich herkommt? Gut, okay, da oben ist ein bisschen Loch in der Wand. Oh, hier brennt's schön. Unbekanntes Gebiet. Oh, Hilfe, Feuer. Er sieht ein bisschen gruselig aus. Ich habe ein bisschen Bedenken, hier runter zu gehen. Oh, verdammt. Da sehe ich Schatten. Jaguar wahrscheinlich oder sowas. Ignoriere ich jetzt erst einfach mal. Da kann ich noch rüber. Einen abseilen. Ja, noch ein bisschen Öl mitnehmen, warum nicht? Gut, dann kriechen wir mal hier durch. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Ach, es ist hier überall an den Wänden das Öl. Und Alter, diese ganzen Skelette und Knochen und sowas, die würden mir ja auch nicht so denken geben. Und vor allen Dingen. Das würde Gas. Sah aus wie ein Fuchs, aber ein Fuchs bellt nicht.
Füchschen bellen für gewöhnlich nicht. Das gefällt mir nicht. Oder eigentlich mit C gerade ausweichen. Das sind sehr merkwürdige Füchse. Mit F? Oh ja, komm, bring die Schelle um. Wir sind sehr groß für Füchse. Und Füchse machen keine Hundebellgeräusche normalerweise. Ja. 4 Stück auf jeden Fall schon unfair gegen eine Lara. Das ist schon unfair. Gut, dass wir nicht nur unseren Bogen haben. Gut. Ah, da vorne liegt noch was rum. Pfeile. Den wir jetzt gar keine gebraucht haben. Jetzt bin ich schön über die Feuerschlucht drüber. Beste. Müsste einer so kommen und das einfach so durchschneiden, das Seil. Ui, du bist gearscht. So, wo ist jetzt mit Loot? Oh. Ma'am, berichte über die Entdeckung mehr erfahren. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund. Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße. Na, hat gut funktioniert. Okay. Da geht's nicht raus. Hier. Ach, da. Muss auch in die richtige Wand springen. Oh. Da vorne glänzt was. Schön. Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges, der angeblich schon vor Anbeginn der Zeit alt gewesen sein soll. Er wird normalerweise ohne Zähne und komplett in Schwarz dargestellt. Über ihn ist nur wenig bekannt, außer dass er gerne kräftige Zigarren raucht. Interessanterweise ist er auch der Gott, der das Trommeln erfand. Okay. Ja gut. Trommeln und Krieg passt ja auch gut zusammen, ne? Ein paar Kriegstrommeln. Warum auch nicht? Und neues Basislager, ah, da.
Haltezeit, okay. Und die ist ziemlich lang bei dem Bogen. Ich behalte den erstmal. Ich bin gerade ein bisschen zu faul, möchte ich die Waffendinger da durch zu manövrieren. Okay. Ah, okay, es ist zu windig, da kommen wir so nicht lang. Ich könnte auch einfach da hochklettern. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Das ist mein Weg. Ach so, mit dem Wind. Natürlich immer nur im Intervall hier rumpushtet. Wo soll ich das Seil denn festmachen? Ach, hier ist noch was. Nur diese ganzen... Sachen alle noch funktionieren nach all der Zeit. Bin mir nicht ganz sicher, was ich mit dem Ding soll. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hierher. Dann haben wir ein paar Münzen ein, warum nicht? Ach so. Nicht ganz, aber ja. Ich brauche ein paar mehr Pfeile. So, dann kommen wir hier rüber. Zerfetzt das da mal. Ob ich da rüberspringen kann von hier aus? Nein. Wir fallen da runter, brechen uns das Bein und werden von den Viechern gefressen. Ich verstehe die Analogie, alles klar. Was zum... Chill! Komisches Totem. Okay, ich muss die Tür wieder zumachen. Kann man das irgendwie überspringen? Ich hab's verstanden. Hey, was denn? Hey. Was? Ich finde auch gut, dass die Luft plötzlich nur, während wir da über den Steg laufen, zu einem Problem für uns wird. Und ich schon viel früher ab. Aber naja, gut. Ich meine, nichts zu sagen. Ach, habe ich ja schon so einen Scheiß. Ja. Etwas hält ihn in Position.
Okay. Ja, das brennt auch bestimmt gar nicht an den Fingern. Es geht schon klar. Geht es einfach nur so weiß angekratzt, aber nichts zum Hochklettern. Ah. Da. Ich brauche mehr Kraft. Really? Ach, come on. Das ist das Rätsel. Achso, ja. Natürlich, jetzt habe ich natürlich das Seil, jetzt kann ich wieder darüber klettern. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. Dafür mache ich es zu, weißt du? Mach's zu, damit ich es wieder aufmachen kann. Was ist das hier für eine Aktion? Ja, dann pusten wir mal. Naja. Rätsel wären ja nicht immer. Wären ja eigentlich ziemlich langweilig, wenn sie immer irgendwie Sinn ergeben würden. So, also dann machen wir es auf. Und rösten erstmal die Statue. Es muss ziemlich heiß sein bei so riesigen Flammen. Oh, wir haben nichts zum Nachladen. Ein bisschen Gold. Ich höre immer diese Viecher immer noch rumbellen. Das irritiert mich halt ein bisschen. Ah, so ein Ding hat man schon länger nicht mehr mit so einem Scheiter so runterdrücken. Mantel des Hurrikans. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Der Wind heult nicht mehr. Zeit hier zu verschwinden. Ich wette, die Viecher gehen natürlich auf den Sack. Hey ho! Ich zieh weg hier rennen. Schnell, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Shit, 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 shit. Run! Run, Digga, run! So fühlt sich zumindest gerade an, so gerade irgendwie. Oh, guck mal da. Ja, mal ein paar Pfeile. So. 25, mehr kann ich hier nicht tragen, okay. Ach so, es ist einfach nur zu demonstrieren, dass wenn Wind von Seite, du runterfallen, wenn balancieren wahrscheinlich. So. Zu einem Adlerding müsste es jetzt hier irgendwo lang gehen, oder? Nö. Bin überfragt. So außerkräftig ist die Karte leider nämlich gerade auch nicht. Ach nee, hier war ich noch, glaube ich, gar nicht lang. Wie fertig ist es hier unten ja gar nicht. Achso, es ist einfach nur zum Runterfallen. Naja, fast. Beim ersten Mal hat es besser funktioniert. Achso, so eine komische Schwingdings mit meiner. Mit dem Enterhaken. Hui. Interessant. So, hier noch ein paar Pilze. Dafür habe ich nicht genug Platz. Haben wir schon genug. So, und dann einmal hier rüber. Hui.
zu dem Adlerding komme. Tja, nach außen, mit dem geht's immer nach oben. Das wird knapp, meine Gute. Ach so, das ist da so zum Hoch. Das hat einfach noch nicht funktioniert beim ersten Mal gerade. Unnötigster Baumstamm ever. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Hallo, bist du doof? Geht doch. Ein bisschen klettern. Dann wird das schon. So. Wäre, glaube ich, nur eine Rutschpartie gewesen, wenn wir daneben gesprungen wären, oder? Das sieht gut aus. Oder bin ich hier nicht eben erst hergekommen? Ich bin gerade etwas überfragt. Alter, Mädel, wofür habe ich denn gerade mit dem E gespammt, damit du da hochkletterst? Ja, wenn du es dann doch nicht machst. So. Und wir waren einfach nur nicht schnell genug. So. So, dann klettern wir schön hier weiter rumrum. Und dann schön da hoch. Du musst ganz schön kräftig mit den Äxten reinhauen können, wenn sie einfach so hier die Dings hoch kann. Hin auf Höhe des Adlers langsam, oder? Schweinchen. Warte, ist das, wo wir rein sind? Ich bin, ach so, das ist das, wo ich eben so meinte, so, ich hoffe, da unten ist Wasser. Bin erstmal runtergesprungen. Stimmt ja. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dann kommen wir adlertechnisch da irgendwie anders hin. Mit dem Adler wird so erstmal nichts. Ah, ein bisschen Holz. Wir haben immer ein paar Pfeile gebaut. Da ist Holz immer schon mal ganz hilfreich. Oh, geil. Okidoki. So, was für Brücken kann ich denn von hier aus spannen? Ach, da oben. Da war ich doch auch schon mal, oder? Nee, kann ich doch gar nicht gewesen sein. Jedes Mal habe ich das Gefühl, ich war schon mal hier irgendwo, weil die Dinger halt alle relativ ähnlich aussehen. Zumindest das Adlerteil. Eine Schatztruhe. Okay. Hey ho. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Dann gehen wir nochmal tauchen. Noch ein paar Kräuter mit. Nee, kein Platz mehr, okay. Ja, irgendwie ist das hier eine Sackgasse.
Also ich muss mehr strampeln, um oben zu bleiben. Vor allem mit so einer Ausrüstung. Also Lara muss ja nichts wiegen. Oder sie hat einen enorm hohen Auftrieb. Was wiederum zu einer hohen Oberfläche führen würde. Und dann wäre sie fett. Und das ist sie jetzt auch nicht unbedingt. Egal, irgendwie was mir jagt. So, Basiscamp. Oder wir kommen zu dem Adler-Ding noch so oder so irgendwie. Ich suche verzweifelt umsonst den Weg dahin. Matsch. Jonah, hier sind Inka-Ruinen. Aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Das hatten wir da schon. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Gleich da, Lara. Das hatten wir doch alle schon, das Gespräch. Naja gut, falls du es vergessen hast, weiß ja nie, ne? Naja gut, aber wir gehen erst in der nächsten Folge da vorne rein. Deswegen sage ich für die heutige Folge vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.